Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Freitagnachmittag im Kasseler Auebad gefunden. Bei Bauarbeiten stießen die Arbeiter auf die 500-Kilo-Bombe amerikanischer Herkunft. Kampfmittel, Räumdienst und Polizei waren mit 25 Beamten vor Ort. Die Polizeibeamten sperrten das Gebiet weiträumig ab. Zahlreiche Fußgänger und Sportler waren am Nachmittag im Auepark unterwegs. Sie mussten von der Polizei aufgefordert werden, den gesperrten Bereich von 500 Metern ums Bad herum zu verlassen. Besucher der Frühjahrsmesse waren nicht betroffen. Das Gelände war noch über die Damaschke Straße erreichbar. Am Abend wurden Experten des Kampfmittelräumdienstes aus Darmstadt erwartet. Die Bombe soll laut Polizei mit zwei Standardzündern versehen sein. Im Gegensatz zu einem Säurezünder sei die Entschärfung damit etwas leichter.